Hallo Minecraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 2. Wie immer gemeinsam mit dem Piken LP. Hallihallo. Eigentlich habe ich schon Hallo gesagt, aber. Du hast Hallo gesagt, während mein Intro kam. Okay. Ja. Hallo. Letzte Folge waren wir hier dabei, den Ellosmeter zu craften, der übrigens richtig krass funktioniert. Wir haben 12 Dark Steel, das heißt, nächster Hammerer ist incoming. Und dann brauche ich eine vollautomatische Redstone-Produziermaschine. Und das werde ich hier gleich mal machen. Hammerer, den nächsten gleich. Hammerer. Amboss weiß ich jetzt schon. Brauche ich dann einen Pisten, den brauche ich. Also hier nochmal Holz. So, Cobblestone nach da und nach da. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues mehr, nichts Spannendes mehr. Kann ich ruhig ganz schnell machen. Einen Pisten. Nee, hier. Und dann nochmal so eine Pressure Plate. Das nach wie da. Wie soll nach der Abstand sein bei den die Monster spawnen? Die Mon- 2,5 hoch. Okay, so mit Half Slabs. Ist es schlimm, wenn es 3 hoch ist? Ja, denn da spawnen Endermänner, die sich dann überall hin teleportieren. Okay. So. Jetzt haben wir hier schon dieses Systemprinzip-Dings für das automatische Produzieren vom Dust. Also, Cobblestone wird gesiebt zu Gravel, wird gesiebt zu Sand wird gesiebt zu Dust, der Sand wird durchgesiebt und da kommt dann Redstone raus. Und viele von diesen Teilen. Die Frage ist, ich brauche Energie. Wie viel kosten diese Energy? Energy-Teile. Okay, Redstone. Mann, no, ich brauche Redstone. 2 Stück habe ich. Ich brauche aber viel, viel mehr. Ich brauche viel, viel mehr Redstone. Kann ich vielleicht... Pflanzen? Ja, gibt es, aber die können wir uns noch nicht leisten. Kann man das hier vielleicht im Alloy Smelter irgendwie zu Redstone machen? Oder Redstone Conduit? Nee, es klingt nicht so. Naja, dann müssen wir wohl oder was machen, bis Redstone da ist. Oh, eins kam gerade wieder. Es kam gerade wieder ein Redstone. Das heißt, wir können uns das craften. Hier, Slabs, Redstone. Und dann haben wir unsere ersten Energy Cables. Energy Pipes, ja, okay. Ich weiß nicht, wie viel Energie der hier wirklich braucht. Ich meine, gleich ist es ja durch, also kann ich noch eins nach drüben setzen. Okay, hat auf jeden Fall schon voll. 20 RF pro Tick. Und das macht 100 RF pro Tick. Okay, das sollte gehen. Hä? Ah, jetzt, okay. Also hier, den platziere ich einfach nach da. Nicht, weil da jetzt der Kobbel reingefüllt wird. Nee, doch nicht. Platziere ich den nach hier und dann kommt da das Energy-Dings dran. Hier müssen wir was mit Microblocks oder sowas machen. Obwohl, komm, das baue ich erstmal ab. Viel wichtiger ist es, dass diese Teile hier versorgt werden mit Energie. Also von dem hier, ja gut, so geht es natürlich auch. Nach da. Und wird er jetzt hier mit Energie versorgt? Ja oder nein? Das sind doch schon die richtigen, oder? Hallo? Energy Pipes? Der produziert Energie. Und die Teile müssten das doch jetzt leiten. Habe ich das irgendwo falsch angesetzt? Warte, wenn ich in den Alloy Smelter jetzt noch irgendwas reintue. Wir haben auch bestimmt noch irgendwas mit Dark Steel rumliegen, was ich durchschmelzen müsste. Zum Beispiel diese Boots. So, dann verliert ihr ja was von der Energie hier drüben.
kann ich gleich mal testen, ob das dann wieder ausgefüllt wird. Ansonsten, hier was hin. Und dann, ich habe dir doch mal die Säge für Microblocks gegeben, ne? Kann, kannst du mir die mal leihen oder mir zwei ganz schmale bis auf Maximum runtergesetzte Teile geben? Kannst du sie nehmen, weil ich hab nicht gern. Ja, wieder zwei Redstone. In der einen Kiste bei dem Monster Farm. Okay, ich hol sie mir schnell. So, und dann machen wir es. Also in einer der neuen Kisten. Okay. Die sieht richtig nice aus, abgesehen von dem Boden. Da. Diamantsäge und dann zersägen wir einfach mal den Eisenblock. Was wir nicht können. Dann zersägen wir einen Cobblestone. Was wir nicht können, warum nicht? Hast du Obsidian einen für mich? Nein. Manu. Ich hab alles Obsidian benutzt. Hä? Wieso kann ich das eigentlich nicht sägen? Müsste ich doch eigentlich können. Ja, eigentlich schon. Also du musst die Säge über den Block ziehen. Ja. Ah, okay, über den Block. Ja. So. So. Genau. Okay, jetzt haben wir diese coolen Teile und die kann ich jetzt hier so dazwischen platzieren. Dass sie sich nicht verbinden. Perfekt, genau so soll das funktionieren. Die Frage ist jetzt, wie kommt da die Energie hin? So, ich teste jetzt mal den Alloy-Smelter. Bekommt er wieder Energie? Nee, der bekommt keine Energie. Wieso bekommt er keine Energie? Sind das irgendwie falsche Pipes? Das wäre blöd. Sehr blöd. Die bekommen die Energie halt auch nicht rausgezogen. Energy. Vielleicht diese Teile. Ich crafte einfach mal Mutter drauf los. Vielleicht sind das ja dann die richtigen. Oh, hier kann ich noch so ein Iron Plate Dings hinsetzen. Crafting-Rezept war ja so hier. Und da jetzt die Teile rein. Exakt. Wenn nicht, dann haben wir jetzt halt ein bisschen Redstone verblempert. Dann haben wir Pech gehabt. Die platziere ich mal gleich rum, dass es schön aussieht. Alloy-Smelter-Test. Auch nicht. Hä? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Eigentlich müsste ich das doch nur so verbinden und dann sollten die doch Energie bekommen. Aber warum nicht? Energy Node? Brauche ich die Energy Nodes? Ja, ich glaube schon, dass ich die brauche. Okay, ja, ich habe natürlich total die falschen gebaut, weil ich mit diesem Energiekabel noch nie gebaut habe. Okay, um Energiekabel zu bekommen, brauchen wir erst so ein QED-Crafting. QED. QED-Crafting. Oha. Ja gut. Was ist das? Oh mein Gott, ich glaube, das wird nicht so easy was werden. Falls ihr wisst, wie man... Hey, bist du eigentlich noch da? So? Ja. Falls ihr wisst, wie man super easy an Energy Pipes oder so Kabel kommt, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, dann werde ich das bauen. Denn ich weiß gerade nicht, wie ich das sonst hier machen soll. Außer, dass ich hier überall einen Lava-Generator reinstelle. Ich guck nochmal. Energy. Energy. So, was gibt es davon noch? Energy Node. Okay. Transfer Node für Energy. Tja,
Pech gehabt. Also ich. Wenn ich den Lava-Generator jetzt hier reinbaue, ach komm, das wird so nicht ohne Energie. Also ich müsste, warte, ich kann es noch richtig umbauen, dass es zumindest provisorisch funktioniert. Also hier einfach mal abbauen und dann ein bisschen umplatzieren, so dass die in einer Reihe. Ich habe Angst, dass ich, wenn ich jetzt die Kiste abbaue, aber ich muss die abbauen. Ich habe eine Idee, was ich dagegen machen kann. So. Einen Eimer. Und jetzt bereite ich einfach ein bisschen Lava vor. Lol. Ist das alles irgendwie... Hä? Funktioniert... Die Lavaquelle ist down. Warum sagt mir das denn niemand? Kann es sein, dass du vorhin mit Wasser den Cobblestone-Generator hier beim Strom-Dings kaputt gemacht hast? Oder war ich das? Habe ich Wasser platziert? Das könnte sein. Also eigentlich habe ich da kein Wasser platziert. Okay, ich stehe mir einfach mal kurz was aus der Smeltery raus. So, läuft es wieder? Ja, jetzt läuft es wieder. Okay, sehr schön. Jetzt sollten die Teile hier auch langsam wieder aufgefüllt werden. Hier hinten ist noch so ein hässlicher Stein. Und jetzt... Ich habe Angst davor. Ich traue mich das nicht wirklich. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme hier nochmal so ein bisschen Zeug raus. Dann mache ich das so. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist der Cobblestone erstmal weg. Außer das Zeug hier hinten. Natürlich, dieser Stack hier lässt sich nicht machen. Wie auch immer. Okay, aber jetzt erstmal das da rein, das da rein, das da rein. Und jetzt hier ein Generator hin. Generator hin, Generator hin. Jetzt brauchen wir noch einen Lava-Generator. Wie läuft das? Lava-Generator. Genau. Also nochmal zwei Redstone. Davon habe ich welche. Und Eisenblock und Ofen. Also, Eisenblock. Ofen. Eisenblock, Ofen, Redstone, so rum. Und drumherum Gold. Ich kann das Rezept schon auswendig. Und dann platziere ich den an den hier dran. Und wenn dann hier jetzt ganz langsam überall was... Oh, da war auch noch ein Problem. Ach so, Mist, okay. So, jetzt wird das Ganze langsam wieder aufgefüllt. Hier rein kommt dann der Cobblestone. Das heißt, das hier muss ich jetzt noch schnell machen. Und danach funktioniert die automatische Redstone-Herstellung. Also, hier oben rein kommt der Cobblestone. Nicht hier rein. Nach da. Und hier hin. Und dahin. So, das heißt, Cobblestone wird dann automatisch hier rein produziert. Oh, es wird schon Lava produziert. Nice. Der hier bekommt auch schon Energie. Und dann sollte jetzt gleich, sollte jeden Moment passieren. Oha, okay. Hier unten, ne, genau. Das erste Zeug durchkommen. Produziert der hier auch schon? Ja. Perfekt. Und dann könnt ihr hier gleich sehen, wie der erste Dust hier vorne in das Sieb reinkommt. Ich gucke schon mal, wie die Speed-Upgrades eigentlich gecraftet werden. Hier die von Extra Utilities. Mit Redstone, okay, kann ich vergessen. So, der Sieb durch und da kam der erste Dust. Richtig cool, finde ich. Also, vollautomatisch Redstone-Produktion läuft jetzt. Das heißt, mit der Folge war es das dann auch für heute. Ich habe vollautomatisch Redstone produziert mit diesen Dingen, aber ich weiß nicht, wie man die Stromkabel produziert. Mein Creator LP, beziehungsweise Palken LP hat die ganze Folge nichts gesagt. Das ist natürlich eigentlich auch eine Leistung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.